und wir werden WM-Meister, meine Damen und Herren. Ja, Zitat Nigels TV 2014 möchte ich gesagt haben und ich bin sehr zuversichtlich. Ja. Verstehen Sie? Das hat man sowieso nicht gehört, weil dein Mikro toll alles außerhalb von einem Meter abschirmt. Du hörst gar nichts mehr. Ja, das ist gut. Hat nur keiner gehört. Fisch-Finale. Ja, bei dem Einstieg kannst du nur besser werden. Positiv denken. Diggles ist erstmal, ja, Diggles ist erstmal dabei. Und Özil haut auch erstmal einen raus. Also, ja, meine Güte. Reus Özil, also Deutschland-Argentinien Finale übrigens, wer es noch nicht wusste. Der hat Leben verpennt oder keine Ahnung. Herr Loni-WM ist ja das gesellschaftliche Ereignis der Gesellschaft. Sagte ich Ereignis. Und ja, wer das nicht mitbekommt, weiß ich nicht. Der heißt Angela Merkel, keine Ahnung. Das hat nicht mehr Sinn gemacht. Deine Mutter macht keinen Sinn, verpiss dich. So. Argentinien legt erstmal los hier mit Messi. Oh, Messi. Oh, Messi. Neuer, gut, Neuer. Neuer fischt das Ding runter. Gefährliche Sache. Di Maria. Eckball nach 8 Minuten Deutschland. Ja, gut in die Partie gekommen, muss man sagen. Haben gut losgelegt, aber jetzt natürlich in der Bredouille hier. Erstes Mal geklärt, zweites Mal geklärt, jetzt über die Außen. Drittes Mal geklärt, nächster Eckball. Befreiend ist anders. Di Maria. In die Mitte und Neuer hat das Ding ganz, ganz sicher. Rollt das Ding jetzt weg, macht überhaupt keine Hetze hier. Uiuiui. Und ab geht's. Klose. Die Frage ist, kommt jemand mit? Wow, Klose kommt, geht sogar selber. Ja, der Schuss etwas behindert. Kann man jetzt, muss man ja ganz ehrlich sein dürfen. Aber er hat sein Bestes gegeben. Klose kriegt die Teilnehmerurkunde dieser Loni-WM 2014. In Deutschland vielleicht doch noch ein Tor in Zukunft. Das war ein Handspiel scheinbar. Oder ein Foul oder irgendwas anderes. Vielleicht sind Aliens gelandet, das weiß man so nicht so genau bei der Engine. Ich glaube, es waren die Aliens. So. Oh, 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 oh. Gut gemacht. Lahm. Komischer Gang, aber muss man mal gemacht haben. Und los. Diggles, den kann er bekommen. Etwas weit vielleicht. Also zum Schuss reicht es nicht, zu einer Flanke reicht es aber allemal. Ja, es sei denn, Philipp Lahm steht dahinter, dann reicht es zu einer Flanke so oder so nicht. Dann war es auch egal. Ja, das war ganz, ganz einfach ausgespielt. So, das darf überhaupt nicht passieren hier, ganz logisch. Agüero, die Flanke wird reinkommen. Sein Agüero verbockt es. Und, oh, oh, oh. Also die Prise Glück hat Deutschland eigentlich schon das ganze Turnier über gehabt. Da müssen wir auch nicht wirklich diskutieren. Weil das hat man einfach gesehen, wenn man die Spiele gesehen hat. Also wenn ich da an Spanien denke, diese 720 Lattentreffer im Spiel. Ich weiß bis heute nicht, ob das physikalisch möglich ist. Ich werde es mal durchrechnen in Zukunft, aber es war ja nicht nur das Spanien-Spiel, es waren ja die Spiele generell. Deutschland hat einfach gelackt. Und dann gab es solche Bälle, aber generell jetzt mal. Vor allem auch, was die Gegentore anging. Also wenn es mal geklingelt hat, dann waren sie auch wirklich 100% selber schuld. Und also gut, wenn es beim gegnerischen Kasten geklingelt hat, dann hat es 100% Glück oder so, ich weiß es nicht. Der Ball immer noch gerettet, war aber auch Glück dabei, ganz klar. Khedira. Reus wird da quasi getunnelt oder weiß ich nicht. Was das da darstellen sollte. Vorteil läuft. Oder lief. Einfach durch. Das, ja. Ungeschickt angestellt. Manche würden jetzt sagen, faul. Kommen aus Deutschland, heißen Heinz Herbert, aber gut. Messi. Ja, da ist natürlich wieder Weltklasse drin, ganz klar. Abgeblockt. Vorteil läuft. Gefährlich. 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 Und abgeblockt. Und, oh, wow, wow. Da hatte sogar der Ingolf Glück. Weißt du? Ingolf Glück war mal. Kennst du? Egal. kennst du. Oh, kurze Ecke. Interessante Variante. Der Vorteil läuft schon wieder, warum auch immer, weil es gibt ihn einfach. Existiert und es muss reichen. Nein, das war nicht gut. Khedira kann aber retten. Reus jetzt vorne. Reus vorne. Ach! Ballkontrolle geht besser.
Die Halbzeit ja, suggeriert so ein bisschen ein 0:0 hier. Es geht in Ordnung. Deutschland teilweise gut dabei, schön die Angriffe gestartet, aber halt nichts Zählbares ausgemacht. Auf der anderen Seite Argentinien. Also man kann auch mal effektiv spielen. Ein Hauch von FC Bayern München kommt da durch. Schön Ballbesitz, Chancen, alles toll, aber man trifft das Tor einfach nicht und verliert dann am Ende 0:4 gegen Real Madrid oder so. Ja. Oder so ähnlich. Ja, die Flanke kommt. Gut! Da steht es 1:0. Von wegen 0:0 zur Halbzeit am Arsch. Ich glaube, für Neuer den zu halten war schwer, war kurze Distanz, war aber auch richtig zackig draufgehauen. Also Vorwürfe kann man ihm nicht machen, höchstens der Abwehr, die da einfach nicht verteidigt hat. Der Typ hat einen Meter Radius. Einen Meter Radiuskreis um sich, also bitte. In einem Finale kannst du es nicht machen. Was sich dabei gedacht haben, ich weiß es nicht. Schmelzer. Ja, der Pass kommt durch mit ein bisschen Glück, aber egal. Özil. Ja, jetzt geht er selber. Diggles ist es, glaube ich, der da jetzt in der Mitte wartet. Özil! Aber brandgefährlich. Keeper nicht damit gerechnet und das hat man aber auch ganz klar gemerkt. Hummels. Mats Hummels kommt zum ersten nicht ran. Reus. Schön runter. Schweinsteiger. Erster Schuss. Keeper ist da. War aber nett gedacht und auch nett gesehen von Reus, da direkt rüber zu legen. Schweinsteiger praktisch mit mehr Platz hier den Vortritt zu lassen, den Schuss zu lassen. Das ist dann faul. Ja. Ja. Nein. Leider gar nicht. Ja, aber gut. Ist, ja, FIFA Engine. Ich meine, sie hat uns ja auch die ganze WM über nicht enttäuscht, ist ja ganz klar. Immer wieder Spaß zu rätseln, was jetzt eigentlich genau die Phase ist und was das Spiel mir hier gerade verklickern will, was ich falsch gemacht haben soll, angeblich. Ja, ne. Weiß ich nicht. Grätsche Sitz. Jetzt, was ist denn los, meine Güte? OB vergessen oder was? Kann man auch als Ballgespielt interpretieren, ganz ehrlich. So. Oh, Messi immer für was Gefährliches gut. Aber nicht hier. Das kann er deutlich besser. Deutschland will es nur recht sein. Neuer Lahm wieder die Außen bespielt, aber auch schnell bespielt. Reus. Könnte kommen, Klose. Aber jetzt schwer Anspielstation. Wo soll er hingehen? Kann man das Foul pfeifen? Was, also, na doch, es war schon ein bisschen sehr geschubst. Ja, pff, nicht genug im Strafraum, aber ja, kritisch. Ich bin auch kein Schiedsrichter. Ich darf mich also eigentlich gar nicht beschweren, aber ich mach's trotzdem. Weil ich Bock drauf habe. So. Oh. Der hätte gehen können. Der hätte auch gehen können. Nicht mal ein Vorteil. Eigentlich unglaublich. Das wäre eigentlich zu erwarten gewesen. Philipp La. Oh. Auch nicht. Also jetzt kommt es knüppeldick für Deutschland. Hummels am Rangeln. Aufgepasst. Flanke kommt vielleicht rein. Die deutsche Abwehr kann nicht konsequent lernen. Jetzt zum Einwurf. Na, immerhin mal. Sortieren hinten ist möglich. Erster Wechsel Argentinien. Für uns jetzt. Nein. Nee. Puh. Was dachte ich denn? Ich bin ja total plemplem oder was? Freistoß für Deutschland. Ja, also ich sehe meinen Fehler ein. Ich bin auch ganz ehrlich. Das war dumm, sowas zu glauben. Dass der Schiri mal irgendwas für uns pfeifen könnte. Mit diesem Wissen schauen wir einfach mal weiter. Hummels. Ja, kann direkt die Außen wieder bespielen. Schön, Schmelzer. Özil, Klose. Schickt Özil wieder. Jetzt nur, kann Özil vorbeikommen? Wenn ja, dann ist gut. Wenn ja, ist gut. Özil! Thorsten! Einer von uns schießt gleich. Ja, was hat sich ausgeklinkt? Weiß es nicht. Mir ist alles da. Hören wir noch Ton? Wir haben noch Ton. Das Headset ist noch drin. Weiß ich nicht. Okay, wer schießt? Irgendwer schießt gleich. Und? Ja, und? Ja! Das gibt's ja nicht! Özil! Arroganz ist ein ganz normales Stoffwechselprodukt. Man könnte draufhauen. Nein, er macht den Fallrückzieher. Ist egal. Eine Womme. 77. Das erinnert ganz stark an das Viertelfinale vor 8 Jahren. Ich glaube, da war es Minute 80 oder so. Da war es auch Klose und es war auch ein Kopfball. Aber es war ein spätes Tor. Es wäre der späte Ausgleich. Ich glaube, das Gegentor war auch irgendwann ganz knapp bei der Halbzeit. Und ich würde mich sehr auf den Elfmeterschießen freuen. Nachdem Spanien da krass abgekackt ist.
Ja, genau, das war auch so geplant. Nachdem Spanien da krass abgekackt ist, ist Argentinien vielleicht eine Herausforderung, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommt es auch gar nicht zum Elfmeterschießen. Wir werden es sehen, Dickels, aber wunderschön laufig. Ist er im Rangeln? Kann man, ja, kann man pfeifen? Nee, also man hat es wahrscheinlich nicht gehört, aber die Verärgerung von Nickels TV, von NSV 97 berechtigt. Das wäre natürlich ein dickes Ding gewesen. Klose ist verletzt, wird jetzt wohl ausgewechselt. Wird hier sein Finaltor nicht mehr machen und damit Gerd Müller überholen. Oder auch wie auch immer. Özil für Schürrle, alles klar. Ja, jetzt werden natürlich die Wechsel gezogen. Das Repertoire wird jetzt langsam rausgeholt. Wollen wir ins Aus oder ist sie... Also hätte man übrigens gerade Handspiel pfeifen können. Bei uns wäre es ein Handspiel gewesen. Wir müssen jetzt uns doch nicht gegenseitig in die Tasche lügen. Kein Einwurf. Enge Kiste. Hallo, darf ich auch mal jemanden auswählen? Danke. Schön. Ich finde es schön, dass ich am Spiel teilhaben darf. Das ist toll. Das wir haben? Wow. Wie haben wir das gemacht? Oh yeah! TCML, Junge. Okay. Ja, ein bisschen abwarten. Deutschland hat ja jetzt Zeit. Also wenn Deutschland sich hier in die Verlängerung retten kann, es wäre, glaube ich, ein gefühlter... Naja, Sieg ist übertrieben, aber ein gefühltes... Ja, ein Pluspunkt für Deutschland. Dass sie sich hier wirklich in die Verlängerung gerettet haben. Wenn es natürlich mehr passiert. Ich wäre dem gegenüber nicht abgeneigt. Gomez. Oh! Der Pass sollte natürlich auch... Ja, okay. Ja. Und der Pass sollte anders kommen, aber das ist, glaube ich, klar. Trotzdem so brandgefährlich. Also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Neuer ist da ja ganz sicher. Haut den Ball jetzt weg und Leute damit praktisch... Oder macht es so, Leute damit die Verlängerung ein. In einem Spiel, ja, verrückt vielleicht, so ein bisschen. Aber mehr wieder aus deutscher Sicht vor allem. War 0-6, wann war denn das Gegentor für Deutschland? War das auch Halbzeit? War vorher? Okay. Das wäre natürlich so eine schöne Kopie gewesen. Aber da ist es nochmal. Also, wenn der nicht gegangen wäre, Özil wäre... Da wäre Löw mit der Streitachse aufs Feld gerannt. Wirklich. Schön, dass ich mal wieder nicht den richtigen Spieler auswechseln kann. FIFA ist gut. Ist gut, ja. Spricht für eine gelungene Simulation. Einwurf Deutschland. I ain't even mad. Und Per Mertesacker. Er hat keinen Fehler machen. Solche Seitenwechsel natürlich alles schön und gut, aber sie müssen auch funktionieren. Die Deutschen haben die Qualität dafür, das ist ganz klar. Oder wir hoffen es zumindest, Schmelzer. Das war Versuch 1. Ball wieder weg, also. Sie sind gut dabei, ja. Kritisch. Aber man merkt, Deutschland macht jetzt Druck, die wollen das. Die haben, ich glaube, durch das Tor, sie sind so ein bisschen wiederbelebt worden. Wow, also. Das war noch arroganter als Özil vorhin, das ist ja unfassbar. Arroganz Overflow, so. Reus. Ja, ne Pass. Kommt, könnte kommen, kommt. Gut, Gomez. Die Frage ist, was macht er damit? Kriegt den Platz. Ja, war kein Foul, war auch richtig gepfiffen. Also, das passt. Die andere... Warum war ich im Aus? Muss auch gehen. Das wird jetzt gepfiffen, ja. Ja, ja. Wenn man 300 Folgen von FIFA gefickt wird, kriegt man irgendwann ein Auge dafür, wann irgendwas ein Foul sein... Oder wann FIFA es als Foul interpretiert. So muss man es ja sagen. Neuer hat das Ding. Sicher, die erste Halbzeit ist gleich zu Ende. Ja, ich wurde umgecheckt. Puh, kann man machen. Muss man sich mal gegönnt haben. Und Halbzeit. Und der Elfmeter wird natürlich kritisch. Ja? Also gegen England hätte ich keine Sorge. Argentinien? Ich meine, gut, die haben wir auch besiegt. Die Frage ist, haben wir den Spickzettel parat? Krüger für Mertesacker. Ein marginaler Wechsel zum Ende hin. Muss es auch geben. So, wie am Anschluss. 15 Minuten. 15 entscheidende Minuten. Ja, Schürrle irgendwie durch. Naja, hat den Ball. Hätte man mehr draus machen können, muss man sagen. War auch ein bisschen im Affekt, aber... Ja, da muss man mehr erwarten können in dem Loni-WM-Finale. Einwurf Argentinien, kann man ihn abfangen, ist die Frage. Und das könnte mit ein bisschen Glück... Oh, da hat nicht viel gefehlt. Jetzt kommen die Hattenpässe bei Argentinien. Jetzt wird's abgefuckt. Weiß ich nicht. So, Finale. Wir sind wieder am Start. Können wir. So. Achso, stimmt. Es gab ja gerade Freistoß. Ich bin wieder voll im Bilde. Und Gomez. Ja, was ist denn? Hier. Oh, jetzt sind sie sich gegenseitig mit auf dem Rand. Diggles kann vielleicht noch irgendwie abschließen. Nein, wird gelegt. Kein Foul, ganz klar. Gibt aber Eckball. Vielleicht. Jawohl.
Schürrle tritt rein. Wer ist da? Kopfball. Oh, wow, wow. Elfmeter. Moment, halt das. Ich würde gerne schauen noch mal kurz, warum. Ich glaube, in dem Finale ist es wichtig und sollte man auch erfahren dürfen. Moment. Ellenbogen? Nein, ich meine die Hand jetzt. Ach, ja, Moment, das können wir sehen. Oder? Was weiter? Einfach weiter dann. Ach, egal. Das ist Zeitlupe. Alter. Schaffst du es heute? Nein. So, jetzt, pass auf. Ja, ich glaub, so ein bisschen. Es ist kritisch, ich muss sagen, es ist kritisch, aber gut. Wer darf antreten? Schürrle. André Schürrle. Tritt an, haut drauf. Ja! 2! Wow, 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 Leute, das könnt ihr nicht machen. 5 Minuten zu überleben. Argentinien wird auf die Tube drücken, das ist ganz klar. Die Abwehr muss jetzt stehen bei Deutschland. Ich erinnere mich da an Spiele von mir selber, also da hat es auch in Minute 127 nochmal gefunkt. Ja, kann man machen, Schmelzer. Rangel zum ersten und Schmelzer einfach weg. Die Devise bei Deutschland sollte jetzt einfach sein, wegzuhauen. Ist einfach, ist es egal? Es interessiert keinen mehr. Wow, 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 nochmal Einwurf. Das kann nochmal brenzlig werden. Jetzt gut decken, der wird nach hinten kommen, klar, das war zu erwarten. Lahm. Freistoß, ja. 120. Minute. Wird er schnell ausgeführt? Nein. Ball rein. Kopfball. Kopfball. Neuer. Das ist nicht wahr! Das... Das gibt's echt nicht. Nee, tut mir leid. Also bei aller Liebe... Es gibt entweder Schieß... Nein! Ich hätte ja drauf gewettet, dass es so ein Last-Minute-Scheiß wieder ist. Wir haben Spaß. Schweinsteiger gegen Andujar. 1-0. Locker. Ja, bleibt stehen. Jetzt sind natürlich die Hände zittrig. Das ist ganz klar. Agüero gegen Neuer. Wird wieder ein Alu-Fest. Ich hoffe nicht und ich glaube es auch nicht. Ah, schade. Falsche Ecke, aber passiert. Schürrle. Ja, locker. Locker, locker. Garay gegen Neuer und Neuer. Oh, ist schade. Also beide Teams schlagen sich wirklich sehr, sehr gut gerade. Keeper haben keine Chance ranzukommen. Jetzt vielleicht Gomez. Er ist immer wackeliger. Elferschütze! Aber mein Herz ist am Pumpeln, Junge. So, Higuain. Ja! Reus. Ich kann schon gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Komm, jetzt. Wenn er hält, ist Deutschland Weltmeister. Loni Weltmeister. Lamela gegen Neuer. Aber wir schießen nochmal. Wir schießen nochmal. Mats Hummels. Tritt an. Ja! Wir haben's! Wir haben's! Wir sind WM-Meister! Das hier ist nicht wahr! So. Ja, spontan. So. Reus ist alleine. Ist alleine. Wird den Freistoß kriegen. Ist egal! Reus 1-1! Fans sind gut dabei. In welchem Stadion spielen wir? Ich habe nicht aufgepasst, muss ich sagen. Khedira! Khedira schön! Khedira! Was ist denn hier los? Moonwalk von Khedira! Der ist sicher, Hummel. Der kommt gut, Reus gut! Reus gut! Und da ist er! Hat man auch gesehen, Schmelzer. Schnell Özil, da ist keiner. Aber warum nicht hinspielen einfach mal? Schweinsteiger! Gehen! Schweinsteiger! Das ist es!
Das Stadion rastet aus, Neukölln ist inzwischen kaputt. Aber egal. Etwas Stimmung langsam hier im Stadion. Ich weiß, ob es die Spanier sind oder die Deutschen. Aber wen interessiert das denn, wenn Müller das Tor schießt? Und da ist der Fraps-Einbrecher wie immer. Ja. Und Reus springt erstmal hinten rein. Ja. David Silva verschießt. Thomas Müller und der haut den rein, ja. Und dann. Und der schießt an die Latte. Ja, klar, egal. Egal, es ist egal. Schöne auch links rein. Und das ist der dritte Alu-Treffer. Deutschland gewinnt. Jawohl. Ja, das gibt's ja nicht. Özil. Dann richtig für rechts. Und dann haut drauf. Ja. Wir haben Spaß, Schweinsteiger. Gegen Andy Pran. 1-0. Locker. Ja, locker. Locker. Was kommt jetzt vielleicht? Gomez. Er ist immer wackeliger Elferschütze! Higuain. Ja! Mats Hummels. Tritt an. Ja! Wir haben's! Wir haben's! Wir sind WM-Meister! Der Mega-Abfuck. So, ihr habt gerade einen Rückblick gesehen, den wir mal reingeschnitten haben, weil ich Spaß hatte. Ich bin raus. T.Loni, wir haben auch keinen Bock mehr. Ich kann es nicht mehr. Ihr seht ja, wie es gelaufen ist. Ihr habt alle Parts gesehen. Wenn nicht, seid ihr Opfer. Ich liebe euch alle. T.Loni, bis zur Loni-WM 2015. Alter.